So, können wir loslegen? Hallo, liebe Studis, willkommen zurück. Wir übergeben jetzt heute als allerersten Programmpunkt einmal an die KollegInnen von TV Stutt. Die stellen euch kurz ihre Initiative vor und dann geht es mit dem regulären Programm weiter. Ja, ist auch eine neue Gewohnheit oder neue Erfahrung, vor so vielen Menschen zu sprechen. Ja, genau. Hi, ich bin Marvin. Ich bin studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft hier in der Uni. Genau. Und danke erstmal, dass wir ganz kurz ein, zwei Sätze sagen können. Ich engagiere mich in der Gewerkschaft Verdi. Die kennen vielleicht ein paar Leute von euch. Genau. Und es ist toll, dass wir hier kurz die Möglichkeit haben, unseren Aktionstag vorzustellen. Es geht auch ratzfatz. Genau, und das ist, glaube ich, deswegen auch gut, weil die Frage von Klimagerechtigkeit immer ja auch eine soziale Frage ist. Und genau, wir engagieren uns für bessere Arbeitsbedingungen, Bedingungen an der Hochschule. Genau, deswegen vielleicht mal einfach eine Frage in die Runde. Wer von euch jobbt eigentlich neben dem Studium, um sich das Studium finanzieren zu lassen? Also wer arbeitet irgendwo noch neben dem Studium? Das sind so etwa über die Hälfte, also etwa 60 bis 65% aller Studierenden jobben neben dem Studium. Wer von den Leuten, die gerade die Hand gehoben haben, arbeitet denn als studentische Hilfskraft oder als wissenschaftliche Hilfskraft oder Tutorin oder Tutor? Das sind auch noch mal einige Leute. Genau, 40% aller der Leute, die jobben, arbeiten an der Hochschule. Genau, und gehen dort quasi in den Job nach und das leider unter sehr prekären Arbeitsbedingungen. Genau, und dieses Winter, quasi dieses Wintersemester, rufen wir bundesweit zu einem Streiksemester auf, zu einem Bildungsstreiksemester, aber auch zu einem Streiksemester der Beschäftigten an der Hochschule für bessere Arbeitsbedingungen. Genau, das haben wir schon mal gemacht 2021. Da ist auch dieses wundervolle Foto entstanden. Da haben wir mit über 400 Leuten eine große Demonstration zur Finanzbehörde gemacht. Genau, und wir haben ein großes bundesweites Bündnis initiiert, bestehend aus den Gewerkschaften, aus einigen Parteijugenden, dem Dachverband der ASTEN, dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Das ist der akademische Mittelbau, um den geht es nämlich auch, und uns als studentischen Beschäftigten. Und wir rufen für den 20.11., das ist am Montag, zu einem bundesweiten Hochschulaktionstag auf, an dem wir drei Forderungen platzieren wollen. Einmal den Inflationsausgleich für alle, das heißt höhere Löhne für die Beschäftigten an der Hochschule, aber auch eine Heraufsetzung des BAföGs und eben sozusagen mehr Geld auch dementsprechend für Studierende, damit sie sich das Studieren leisten können. Wir wollen eine grundsätzliche Reform in der Wissenschaft. Ein paar Leute von euch haben vielleicht auch den Hashtag Ich bin Hanna mitbekommen, wo vor allem Leute, die promovieren an der Hochschule, von den prekären Arbeitsbedingungen und Vertragsbedingungen berichten. Genau, die engagieren sich auch aktuell für bessere Arbeitsbedingungen und wir eben als TV Stutt-Kampagne. Wir fordern sozusagen bessere Arbeitsbedingungen für die studentischen Beschäftigten im akademischen Mittelbau. Und am Ende geht es um eine gesellschaftliche Frage. Und zwar wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der eigentlich nur Geld zur Rettung von Banken da ist oder eben für Krieg? Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo auch quasi Geld für Klimaschutz und für gute Arbeitsbedingungen halt ausgegeben wird? Und vor allem auch für Wissenschaft, um genau diese Herausforderung unserer Zeit quasi zu meistern. Das sind unsere drei Themen, mit denen wir an den Start gehen für den bundesweiten Hochschulaktionstag. Genau, und damit ihr seht, dass ich nicht hier einfach irgendeinen Quatsch erzähle, hier mal so eine Karte. Das sind die bundesweiten Aktionen, die geplant sind für den 20.11. Also da ist eine relativ viel los, eine ganz große Menge mittlerweile sogar schon. Und für uns hier in Hamburg sind wir auch gerade dabei, ein breites Bündnis zu bilden. Und zwar planen wir am 20.11. hier auf dem Hauptcampus ein großes ja, Campus-Festival, ja, eigentlich könnte man schon sagen. Von 9 bis 12 Uhr machen wir Kundgebungen. Dort gibt es Live-Musik, Essen, Trinken und auch mehrere kleine Aktionen. Vielleicht besetzen ja auch irgendwelche Studierenden auch noch mal ein paar Hörsäle an den Tag. Das wäre ja auch schön, damit man das so ein bisschen mitbekommt. Genau, wir möchten euch alle dazu einladen, diesen Tag einfach mit euren Aktionen und Ideen zu füllen, auch gerne Redebeiträge einzubringen, damit wir das Ganze schön bunt gestalten und sichtbar machen, dass wir auf jeden Fall eine solidarische Gesellschaft brauchen und das eben auch ganz unmittelbar mit besseren Studien und Arbeitsbedingungen zu tun hat. Und dann wird es eine Demonstration geben, die gegen 12 Uhr losläuft und dann zur Finanzbehörde läuft. Warum läuft die zur Finanzbehörde? Dann sitzt Andreas Dresse, das ist der Hamburger Finanzsenator, und der ist zufälligerweise Chef des Arbeitgeberverbands der Länder. Und der verhandelt mit den Gewerkschaften zum selben Zeitpunkt über eben bessere Arbeitsbedingungen. Und deswegen sind wir bei dem vor der Haustür genau richtig, wenn wir da halt quasi mit vielen Leuten aufschlagen und gemeinsam Druck machen. Genau, dazu möchte ich euch gerne einladen.
haben. Und es könnte eben sein, dass am 20., 21., 22. tatsächlich auch Beschäftigte der Hansestadt Hamburg zum Streik aufgerufen werden. Also wäre es total schön, wenn wir als Studierende und Beschäftigte gemeinsam dort auf die Straße gehen könnten. Genau. Abschließend, wenn ihr weitere Informationen wollt, müsst ihr jetzt einmal euer Handy rauszucken. Da könnt ihr diesen QR-Code einscannen. Und über diesen QR-Code kriegt ihr sozusagen weitere Informationen über unseren Telegram-Infokanal, den ihr einfach abonnieren könnt und dort die Infos bekommt. Und wenn ihr studentische Beschäftigte seid, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, in diese Telegram-Gruppe zu kommen. Da sind auch schon über 200 Leute drin, die sich vernetzen zu den Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft hier an der Hochschule. Genau. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir das kurz machen konnten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele von euch am 20. mit dabei sind und mit uns auf die Straße gehen. Genau. Danke sehr dafür. Jetzt müsst ihr mir noch eine kleine Sekunde geben. Genannt. Ich hab's die Mutsch. Ah, jetzt geht's schon, danke. Alles klar, damit auch offiziell herzlich willkommen zur Ringvorlesung für heute. Und bevor es losgeht, habe auch ich noch einige interessante Informationen. Denn heute ist die Ringvorlesung Teil der Hamburger Horizonte. Und wem der Begriff noch nicht über den Weg gelaufen ist, das ist die aktuelle Kooperation der Körberstiftung mit der Uni Hamburg unter dem Motto Wissenschaft trifft Gesellschaft. Und diesem Motto möchten wir uns auch als Ringvorlesung anschließen. Wir, das sind eine studentisch organisierte Vorlesung in Zusammenarbeit mit dem ASTA, dem ISA-Zentrum, den Students for Future und auch der Professorin Franziska Müller. Und als KooperationspartnerInnen wurden wir dafür eingeladen, uns an diesen vielfältigen Veranstaltungen zum Thema Biodiversität in unserem Rahmen zu beteiligen. Und dafür möchten wir uns auch noch einmal herzlich bei der Körberstiftung für die Zusammenarbeit bedanken. Für weitere Veranstaltungen könnt ihr auch hier den QR-Code scannen oder einmal Hamburger Horizonte in eurer Suchmaschine eintippen. Da gibt es noch viele spannende Angebote in den kommenden Wochen. Die zweite Info diese Woche ist Climate Week, von den Students for Future organisiert und auch dieses Semester wieder stattfindend. Auch hier gibt es spannende Veranstaltungen. Einige Tipps könnt ihr hier schon an der Projektionsfläche sehen. Auch dafür gelangt ihr über den QR-Code zu den Anmeldungen oder auch zu weiteren Informationen. Genau. Und die letzte spannende Info für diese Einleitung. Auch wir als Ringvorlesungsteam haben für euch dieses Semester wieder zwei Workshops organisiert. Das ist einmal der Workshop Degrowth als Utopie und Transformationspfad am 15.11. Und am 6.12. folgt Wall of Climate, Deconstructing Complexity to Co-Construct Solutions. Und hier könnt ihr selber aktiv werden und mitmachen. Über den QR-Code könnt ihr euch anmelden. Die Teilnahmeplätze sind begrenzt, das heißt, eine Anmeldung und Teilnahme ist zwar kostenfrei, allerdings bei Anmeldung verpflichtend. Genau. Und wie immer muss euch natürlich bewusst sein, dass die Vorlesung aufgezeichnet wird und hinterher als YouTube oder Video oder auf Lecture2Go verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr gleich in der Diskussionsrunde eine Frage stellen möchtet, aber nicht möchtet, dass eure Stimme aufgezeichnet wird, dann kann ich diese Frage auch gerne für euch stellen. Die Leute, die uns auf Zoom verfolgen, nutzen für ihre Fragen gerne das F&A-Tool auf Zoom. Genau, dann jetzt aber zum richtigen Programm. Heute wird es um die Bedrohung der Biodiversität gehen und unser Gast ist Professor Norbert Jürgens. An der Uni Hamburg ist er bereits ein sehr bekanntes Gesicht, denn seit 2000 lehrt Professor Jürgens für die Evolution der Pflanzen und oder den Kurs zur Evolution der Pflanzen und leitet die Abteilung für Biodiversität, Evolution und Ökologie am Biozentrum in Kleinflottbek.
Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Ökosysteme unter extremen Umweltbedingungen und auch die Ursachen des Biodiversitätenrückgangs, weshalb wir ihn für diese Vorlesung heute eingeladen haben. Sein Spezialgebiet sind hierbei besonders afrikanische Trockengebiete und Savannen. Und er ist tatsächlich erst kürzlich aus der Namib zurückgekehrt. In der Biodiversitätsüberwachung spielen auch das globale Überwachungssystem Geobon eine entscheidende Rolle. Und Norbert Jürgens hat dieses sogar mit aufgebaut. Heute wird es vor allem darum gehen, was Biodiversität bedeutet, wie sie mit den Menschen zusammenhängt und auch Strategien, wie wir die Biodiversität erhalten können. Und Norbert Jürgens wird uns auch von ganz persönlichen Erfahrungen berichten. Also herzlich willkommen an Norbert Jürgens. Vielen Dank. Die Präsentation ist die schon offen. Ja, ein langer Weg zur Biodiversität. Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu der Veranstaltung. Alle die, die hier im Raum sind und denen ich in die Augen gucken kann und wo ich sehen kann, ob das Thema ankommt. Und willkommen alle, die per Zoom zuschauen. Diese Veranstaltung hätte um ein Haar nicht stattgefunden, weil ich habe erst letzten Donnerstag erfahren, dass ich heute hier bin. Ich muss mich schwer entschuldigen bei den Veranstaltern. Die hatten mich Anfang September angeschrieben, nicht wissend, dass ich da schon über 6 Wochen in der südlichen Namib-Wüste Kartierarbeiten mache, in dem Wüstengebiet, das in 2, 3, 4 Jahren mit grünem Wasserstoff die Energieversorgung unter anderem von Deutschland leisten soll, dummerweise in einem Nationalpark. Insofern geht es da massiv um Naturschutz und Biodiversitätsfragestellungen. Und da sind wir heute schon beim Thema. Der Nachteil war nur, dort gibt es kein Internet und kein Telefon. Und von daher, ja, war die Kommunikation etwas langsam. Und ich habe wirklich letzten Donnerstag erst vollständig verstanden, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet. Herzlichen Dank und Entschuldigung für die bangen Stunden und Minuten bei den Planern. Am Ende hat alles geklappt, der Flug konnte umgebucht werden und ich hoffe, in den 3 Tagen ja einen hinreichend brauchbaren Vortrag zusammengestellt zu haben. Ich selber bin noch ganz voll von diesen Wochen im ehemaligen Diamantensperrgebiet. Ah ja, ja, da waren zu viele Sticks eingesteckt worden. Kleinen Moment. So, ich hoffe, jetzt macht das mit. Ja. Von daher würde ich ganz gerne einen kurzen aktuellen Tagesordnungspunkt zu dieser Region ganz zum Schluss einbringen, wenn die Zeit reicht. Und ich denke mal, die Uhr beginnt jetzt zu ticken. Und ja, die Themen ansonsten sind relativ einfach. Ich wurde gebeten, einen einführenden Vortrag zu machen. Und ich werde es so versuchen, dass es spannend ist und nicht langweiliges Lehrbuch. Das kann ja jeder lesen. Innerhalb einer Stunde oder etwas weniger muss man natürlich fokussieren. Und ich werde versuchen, manche Punkte einfach als Anekdote darzustellen. Ich denke, ich bin auch als Zeitzeuge geeignet, weil so von 1998 bis 2010 war ich delegiert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Deutschen Forschungsministerium der deutsche Biologe, der in den großen Forschungsprogrammen der Vereinten Nationen, Diversitas und später hieß es Future Earth und heute heißt es Weltbiodiversitätsrat, mitgeplant hat, wie man dieses komplexe Thema Biodiversität überhaupt durchdeklinieren und verstehen kann und strukturieren kann für die Forschung. Ja, und darüber würde ich berichten. Die Punkte stehen hier ganz grob. Was ist Biodiversität? Wie entsteht Biodiversität? Was war der natürliche Wandel in der Naturgeschichte? Was richten die Menschen heute an im Anthropozän, in dem von uns
dominierten Zeitalter. Ja, und dann geht es um Maßnahmen, um Naturschutz und wie man der Biodiversitätskrise begegnen kann. Und dafür sollen auch noch ein paar Beispiele dazukommen. Aber hier noch kurz ein Bild zu der Region, in der ich mich herumgetrieben habe und deren wegen ich etwas angebrannt aussehe. Aber dafür kann ich die strahlenden Scheinwerfer besser verkraften. In einer Wüste ist es auch sehr hell. Und dort haben wir tatsächlich auf Fahrrädern kartiert. Ich schildere dazu gleich noch mehr. Ja, um Biodiversität, dieses komplexe Thema anzupacken, starte ich mit dem Thema Klima. Die Klimakrise ist ja viel stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt und Menschen engagieren sich bis zur dramatischen Selbsteinsatzlogik auf Straßen sich festzukleben. Das macht keiner für Biodiversität, habe ich jedenfalls noch nicht so wahrgenommen. Und da stellt sich die Frage, woran liegt das? Auch die emotionale Darstellung des Themas Klima mit diesen beiden Zeitungen etwas älteren Datums klassiert, ist wirklich viel dramatischer als bei Biodiversität. Und ich frage mich, woran es liegt, außer der Tatsache, dass natürlich jeder am eigenen Leibe spürt, wenn das Wetter sehr heftig mit einem umgeht. Aber es gibt noch andere Gründe, zum Beispiel diese extreme physikalische, mathematische Logik der ansteigenden CO2-Kurve als Hauptsteuerfaktor für die Atmosphärenerwärmung ist natürlich etwas unglaublich Überzeugendes und Klares. Und die Biodiversität trägt nur dieses kleine alljährliche Zittern dazu bei. Das entsteht ja dadurch, dass die Erde mit der Landmasse ungleich verteilt ist und immer wenn auf der Nordhemisphäre Sommer ist, dann nehmen all die Pflanzen, Bäume, Sträucher, Gräser auf der Nordhemisphäre so viel CO2 auf, dass die Kurve ein bisschen runtergeht. Ja, und im nächsten Halbjahr wird das dann als Herbstlaub abgeworfen, so wie zurzeit, und in den Wintermonaten von Bakterien und Pilzen wieder zu CO2 gemacht. Und dann geht die Kurve wieder hoch. Ich hoffe, das ist keine Rangordnung. Biodiversität nur das nachrangige Zittern. Die große Kurve ist Klima. Aber immerhin, diese Kurve überzeugt. Und auch diese Satellitenbilder sind natürlich durch Erfassungsmethoden aus Satelliten, die möglich sind, sehr, sehr überzeugend und zeigen, wie die CO2-Konzentration vor allem in der Nordhemisphäre durch die Industriestaaten immer weiter hochgetrieben wird. Ein bisschen Feuer im Kongo kommt noch dazu. Und als letztes Beispiel, ja, auch die Modellierung ist relativ einfacher. Also die physikalische Dimension des Klimas, das natürlich auch viele Komplexitäten hat. Klima ist definiert als Mittelwert von 30 Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen, hat trotzdem Vorteile. Warme Luft ist leichter und steigt auf, kalte Luft ist schwerer und steigt ab. Und allein diese Mechanismen erlauben auch andere Arten von Modellierung. Und wenn wir dann eben vorhersagen können, dass bis zu 6-7 Grad in der Polarregion dazukommen werden, entspricht das fast dem Sprung zwischen heute und der letzten Eiszeit. Aber auch im südlichen Afrika haben wir hier dunkle Vorhersagen. All das ist sehr überzeugend und die Vorhersagen treffen ja auch tatsächlich ein. Ja, im Vergleich dazu ist Biodiversität das reinste Chaos. Schauen wir uns nur all diese Organismengruppen an, die Ökosysteme, die genetische Weiterentwicklung der Evolution. All das verwirrt auch die Themenvielfalt. Das ist ja nichts, was jeder durchlesen sollte, sondern ja, es sind einfach nur Schlagworte, die jeder kennt. Die Vielfalt ist ungeheuer und sie betrifft ganz, ganz verschiedene Lebensbereiche. Auch das ist anders als eine einfach modellierbare physikalisch-chemische Logik. Ja, es gibt Emotionen und manche sind auch eher spöttelnd. Es wird dargestellt, dass da etwas passiert. Aber wie man das Ganze in den Griff bekommt, ist eine Aufgabe, an der, glaube ich, Biologen bis heute arbeiten. Und da geht es natürlich auch um Begrifflichkeiten. Und das geht los mit dem Begriff Biodiversität. Noch ein letztes Beispiel für die Vielfalt. Das Aussterben ist ja nun mal das Dramatischste, was man im Bereich Biodiversität feststellen kann. Auch da ist es unglaublich vielfältig. Es ist die Ausnahme, wie bei diesem Riesenalg, auch wissenschaftlich Pinguina genannt, da stammt tatsächlich der Name für den Pinguin her. Das war ein unglaublich häufiger Vogel in der Nordhemisphäre.
der dezimiert wurde durch Jagd, weil er gegessen wurde. Aber ausgerottet wurde das Tier am 3. Juni 1844, weil ein Sammler von Vogelbälgen zwei Männer beauftragt hat, in eine Felswand vor Island zu klettern und die letzten Tiere dort zu sammeln, zu töten und zu einem Vogelbalg zu machen. Also eine Geschichte, die man richtig als Anklage formulieren könnte. Aber die meisten Aussterbeereignisse finden irgendwo da draußen statt durch ökologische Konkurrenz oder Vorgänge, die man nie feststellen wird. Also selbst dieser emotionale Punkt treibt die Leute nicht unbedingt auf die Straße. Ja, zu diesem Punkt, was ist Biodiversität, kann man erstmal feststellen, dieses Wort gibt es. Früher gab es das nicht. Da redete man von Naturschutz und hatte irgendwelche Vorstellungen von Förstern und Verbotsschildern. Der Begriff Biodiversität alleine wurde lange diskutiert und es gab Alternativbegriffe, Biokomplexität, die alle versuchten, mit der, der Vielfalt, der biologischen Vielfalt irgendwie gedanklich umzugehen, das fassbar zu machen, anpackbar zu machen, um damit zu operieren. Ja, dann gab es die Konvention zur Biodiversität. 1992 war diese berühmte Konferenz in Rio. Und da wurde sehr kompliziert formuliert, biologische Vielfalt meint die Variabilität von, und dann kommt fast alles, terrestrisch, marin, Süßwasser und entscheidend, hier in Fett hervorgehoben, die Diversität innerhalb der Arten, within species, zwischen Arten, also die Artenvielfalt, und auf Ecosystems. Wow, das ist ein Mund voll. Ne? Ökosysteme, das ist eigentlich doch alles. Tropische Regenwälder, Savannen, Wüsten, mediterrane Gebiete, Taiga, Tundra. Also die ganze Welt, alles was lebt, wird unter diesem Begriff gefasst. Ja, in modern formuliert, wir haben drei Komplexitätsebenen. Die genetische Vielfalt mit all den Mutationen, die dann durch Selektion zur Evolution führen, Anpassungen an geänderte Umwelten. Wir haben die organismische Diversität mit zum Beispiel der Artenvielfalt, wobei der Begriff Art alleine hochkomplex ist. Ne? Hier steht Isolation bei der Fortpflanzung durch Fragmentierung. Ja, das ist eine von vielen Möglichkeiten, wie Arten entstehen. Aber da gibt es auch Debatten um andere Konzepte. Und ökosystemare Diversität, ja, das ist die Vielfalt all der Habitate und Ökosysteme, aber auch all die Prozesse, die damit drinstecken, all die Interaktionen zwischen, ja, Millionen Organismen, die irgendwie positiv sich gegenseitig bestäuben oder dergleichen oder sich gegenseitig fressen. Wow, diese Komplexität, wie kann man die irgendwie fassen? Das war immer die Diskussion. Ich selber habe es noch ein bisschen komplizierter gemacht. Ich habe Biodiversität mal aus der Konvention abgeleitet, die nämlich nicht nur sagt, wir kümmern uns um den Schutz, sondern auch um die Nutzung der Biodiversität. Das ist ein Irrtum, den viele Menschen in Deutschland zum Beispiel begehen, wenn sie glauben, die Konvention zur Biodiversität will Biodiversität schützen. Ich habe viele Tagungen, die Vertragsstaatenkonferenzen der Biodiversität erlebt, wo deutsche Naturschützer sich eine blutige Nase geholt haben, weil sie irgendwann merken, viele andere Staaten und Interessengruppen in der Welt wollen vor allem nutzen und planen da ganz andere Dinge, als unbedingt den Schutz an erste Stelle zu stellen. Ja, aber natürlich ist Biodiversität eine Ressource, von der wir ja alle leben. Das wissen wir von unserem täglichen Frühstück, Mittagessen, Abendessen, um damit anzufangen. Aber ja, wenn man diese Ressourcen anschaut, die anderen, das sind Erze oder Wasser, dann haben die alle eine Dimension, wo man sagen kann, die Struktur kann beschrieben werden. Wo sind die? Wie viel davon gibt es denn? Dann gibt es immer eine Zusammensetzung. Auch das kann man bei Biodiversität sagen. Artenzusammensetzung, Allelzusammensetzung auf Genebene, die Lebensgemeinschaften. Und es gibt immer eine funktionelle Ebene der Bedeutung. Was kann ich damit anfangen? Was hilft mir das als Mensch zum Beispiel? Oder was bewirkt das auch in der Natur? Aber das Besondere der Biodiversität ist diese vierte Achse, nämlich die Evolution. Evolution ist einzigartig für Biodiversität und bedeutet, dass das Objekt, über das wir sprechen, sich dauernd verändert. Dass es dauernd in Bewegung ist und neue Anpassungen in erstaunlich kurzer Zeit möglich macht.
sodass das, was wir heute anpacken, morgen vielleicht schon nicht mehr ganz dasselbe ist. Und auch die Ebene Funktion ist natürlich bei der Biodiversität hochkomplex. Da sind all diese positiven Dienstleistungen drin, die wir genießen, also Bereitstellung von Lebensmitteln und. Da sind aber auch die dunklen Seiten der Biodiversität. Und wir erinnern uns an Covid-19 als Zoonose. Es entstehen dauernd neue Viren und auch das ist Evolution, also aus dieser Ecke mit dramatischen Funktionen, die zur Biodiversität dazugehören. Noch so ein Missverständnis der Biodiversität. Biodiversität ist oft nichts anderes in der öffentlichen Diskussion als die Anzahl von Elementen. Also zum Beispiel Artenzahl. Was ist die Biodiversität von Hamburg? Dann kommt irgendeine Artenzahl für Pflanzen oder Schmetterlinge oder Heuschrecken. Das ist oft einfach die Laiendiskussion. Und auf Deutsch übersetzt heißt das Anzahl von Elementen. Ich habe hier so eine zweite Torte gezeichnet. Die sieht etwas anders aus und die ist auch beliebt bei Geburtstagstorten. Also wenn ich 12 Leute eingeladen habe, kann ich meine Torte in 12 gleiche Stücke teilen und jeder kriegt eins. Wenn ich egoistisch bin, sage ich, ich bin das Geburtstagskind, ich nehme die eine Hälfte und der Rest kann nochmal in 11 geteilt werden und die anderen teilen sich die kleine Partie. Auch das ist Diversität und die wird mathematisch berechnet. Verschiedenheit der Zusammensetzung aus verschiedenen großen oder verschieden bedeutenden Elementen. Schauen Sie genau hin, wenn Sie den Begriff Diversität hören. Unter Biologen noch wichtiger, die Eigenständigkeit der Evolutionsvorgänge. Evolution kann man ja darstellen als Stammbäume, die sich dauernd verzweigen. Und natürlich ist eine lange Baumlänge eines Stammbaumastes extrem wichtig und enthält eine höhere Bedeutung. Das kann man vergleichen mit Entwicklung von Computerchips oder neuen Autotypen, die per Batterie oder Brennstoffzelle oder so laufen. Wenn man da viel Zeit investiert, viele Jahre, entwickelt man etwas, was vielleicht besser ist als alles andere. Und wenn die Evolution, sagen wir, Anpassung an Leben in extrem heißen Geysirgewässern über Millionen Jahre vorantreibt und dort ein einsamer Evolutionsast immer länger wird, dann ist das Aussterben einer Art, die all das entwickelt hat als Fähigkeit, als Anpassung, vielleicht schmerzhafter, als wenn eine von 200 Brombeerarten ausstirbt, die alle so ähnlich stachelig und so ähnlich beblättert sind. Also solche Betrachtungen sind auch Diversität. Und dann noch ein Beispiel, das die Ökologen interessiert, wieder die funktionelle Diversität. Mein Beispiel hier sind zwei Pflanzen, die, sagen wir, in einem Trockengebiet leben und beide Wasser brauchen. Und die eine beschließt, ich baue eine Pfahlwurzel, die 6 Meter tief reicht, vielleicht komme ich ans Grundwasser. Und die andere sagt, es nebelt gelegentlich oder es nieselt, ich greife lieber das Wasser direkt an der Bodenoberfläche ab. Und diese beiden Pflanzen machen sich überhaupt keine Konkurrenz. Die können exakt an derselben Stelle direkt nebeneinander leben und koexistieren. Das nennt man Differenzierung der ökologischen Nische und ist eigentlich die Mega-Erfindung, die Artenvielfalt überhaupt möglich macht. Weil damit Arten sich nicht durch Konkurrenz gegenseitig verdrängen und zum Aussterben der einen führen, muss eigentlich immer jede Art ihre eigene Nische haben, mit der sie die Ressourcen übernimmt. Oder anders formuliert, es gibt so viele Arten, wie es Nischen gibt, sonst sterben welche aus. Und das erleben wir ja gerade beim Einwandern exotischer Arten aus anderen Kontinenten, die dann ja andere Arten bei uns in Bedrängnis bringen und eventuell langfristig aussterben lassen. Okay, Diversität hat viele, viele Ebenen, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt schauen wir kurz auf die Geschichte, wie ist das Ganze entstanden? Und ja, da gibt es viele Vorträge, die sagen, Leben ist Chemie. Und es hat ganz offenkundig als Chemie begonnen. Das haben viele Experimente schon vor wie langer Zeit bewiesen, bei denen eine angenommene Uratmosphäre ohne jedes Leben mit Energie in irgendeiner Form, zum Beispiel mit Blitzen, malträtiert wurde. Und man stellte fest, es entstanden alle Bausteine des Lebens, aus denen Zellen aufgebaut sind. Und wenn die so
generell, universell entstehen. Es ist nur eine Frage, ja, der Chemie, dass diese Dinge so zusammengebaut werden, bis irgendwann Wände und Kompartimente entstehen, in denen biochemische Prozesse separat ablaufen können und bis ein Hyperzyklus entsteht, der auch Fortpflanzung erlaubt. Ja, so nehmen wir das an. Und ich entführe Sie mal kurz in das so beliebte Wüstengebiet im Süden Namibias, wo ich gerade war und wo man nicht in den Fish River Canyon fallen sollte, sondern sich die Felsformationen hier an der Kante angucken sollte, ohne zu weit vorzurücken. Und dann sieht man kugelige Formen, die Stromatolithe sind, Reste versteinerter Blaualgen oder Cyanobakterien. Und die haben vor ungefähr 3 Milliarden Jahren angefangen als ja Evolution, als Schaffung von Neuem. Und ich nenne es mal die kreative Komponente im System Erde, aus einem toten Planeten einen lebendigen Planeten zu machen. Sie sind irgendwie entstanden durch diese chemische Evolution. Und sie haben die Fähigkeit entwickelt, Sonnenenergie aufzunehmen und aus Wasser oder den anderen Gasen der damaligen Erde Sauerstoff zu produzieren, insbesondere die Spaltung von Wasser. Wasser gab es und durch Spaltung von Wasser entstand Sauerstoff, nachdem zuvor eine sehr ungesunde Atmosphäre vorhanden war, die aus Methan und anderen giftigen Gasen bestand, Kohlenmonoxid und. Jetzt entsteht Sauerstoff und das ist der Sauerstoff derselbe, den wir hier genießen. In diesem Saal waren zu Beginn der Veranstaltung ungefähr 20% Sauerstoff, inzwischen etwas weniger. Aber dieser Sauerstoff, den gab es vorher nicht, bevor diese Organismen, und ich zeige ganz kurz, wie schlicht sie gebaut sind, die haben noch nicht mal einen richtigen abgegrenzten Zellkern, aber sie haben halt diese Chlorophylle und Carotinoide mit den Sonnenenergie aufgenommen und als Strahlungsenergie in chemische Energie umgewandelt werden kann, so dass dann unter anderem Kohlenhydrate entstehen, Stärke, aus denen dann andere Bausteine auch unserer Körper gebaut werden können. Und nebenbei, wegen der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, entsteht Sauerstoff und wird abgegeben in die Atmosphäre. Wow! Das war damals wahrscheinlich eine Katastrophe, weil Sauerstoff, wie wir alle wissen, ist ein brandgefährlicher Stoff. Und wenn zu viel Sauerstoffatmosphäre da ist, brennen Substanzen spontan und von selber. Und wahrscheinlich sind damals viele Organismen, die es schon gab, ausgestorben, weil diese aggressive Substanz, dieses Gas, plötzlich mehr und mehr wurde. Oder die Organismen mussten durch Anpassung eine andere Außenhülle entwickeln, die dieses Gas verkraften konnte. Der Sauerstoff nahm auch nicht radikal sofort zu, weil er entstand ja an der Oberfläche eines Metallklumpens, der durchs Weltall torkelte. Und dieser Metallklumpen musste erstmal oxidiert werden. Das dauerte schlapp ein paar Milliarden Jahre. Und wenn man die Kurven so anschaut, erstes Leben, erste photosynthetisch aktive Bakterien, nahm die Sauerstoffkonzentration unendlich lange, das ist 3000, 2000 Millionen Jahre, das sind Milliardenschritte hier jeweils, nahm unendlich lange langsam die Sauerstoffkonzentration zu, bis die ganze Erdoberfläche endlich aus Eisen zu Rost oxidiert wurde und aus Aluminium zu Aluminiumoxid und Tonmineralen und was wir noch alles hatten. Ja, und dann ging die Sauerstoffkonzentration gewaltig hoch. Dann entstanden auch echte Zellen mit abgesonderten Zellkern. Dann entstanden Algen, die mehrere Zellen enthalten. Ja, und irgendwann war die Sauerstoffkonzentration auf dem heutigen Niveau. Im Carbon knallte sie sogar in ungeheure Dimensionen. Und plötzlich waren Insekten so groß wie Raubvögel, Libellen mit ja fast 1 Meter Spannweite, 1000 Füßler von 2 Meter Länge möglich. All das ist heute wieder vorbei, weil die Sauerstoffkonzentration glücklicherweise zurückgegangen ist. Und mit diesem Sauerstoffgehalt können wir ganz gut leben. Aber all das ist ausgelöst worden durch Evolution. Und nochmal, Biodiversität ist wirklich die kreative, erfinderische, schöpferische Kraft im System Erde. Sonst würden wir heute immer noch mit Vulkangasen auf einem leblosen Planeten herumgeistern. Ja, und dann von diesem ersten universellen Vorfahren aller Organismen
gab es unendlich viele Evolutionen. All das sind unsere Verwandten. Alles, was auf diesem Planeten rumkreucht, wächst, als Bakterien, als Pilze, sind alle unsere Verwandten, zugegeben ferne Verwandte. Aber im Prinzip ist das das Leben auf dieser Erde, das immer mehr wurde, weil der Prozess der Evolution schafft immer neue Arten. Leider gab es viele Katastrophen und Katastrophen. Durch die Auswertung von Fossilien konnte man für die letzten 500 bis 600 Millionen Jahre bevorzugt und vor allem über marine Organismen und deren Reste rekonstruieren, dass dieser stetige Zuwachs neuer Arten immer mal wieder unterbrochen wurde durch Katastrophen. Und wir wissen von mindestens 5 großen Aussterbeereignissen. Die meisten Menschen kennen vor 65 Millionen Jahren das Ereignis, bei dem auch die Dinosaurier dann verschwanden, vermutlich ausgelöst durch einen großen Meteoriteneinschlag. Andere sind ziemlich sicher durch Vulkanismus ausgelöst worden, Flutbasalte, die halbe Kontinente überflutet haben und auch die Atmosphäre dramatisch verändert haben. Ja, auch dramatische Eiszeiten hat es gegeben. Okay, da kann man jetzt sagen, hat ja alles nichts geschadet, ist doch ganz schön heute. Das kann man aus der Nachperspektive so behaupten, aber in der Zeit möchte man nicht gelebt haben. Insofern, wenn heute gesprochen wird von der 6. Katastrophe, die wir selber gerade auslösen, weil wir die langsame Zuwachsrate durch Evolution weit übertreffen, durch die Aussterberate, die wir im Moment durch alle unsere Eingriffe in die Natur auslösen, dann sollte uns das zu denken geben und wir sollten das nicht unterstützen. Wir sollten auch ein bisschen Ehrfurcht haben gegenüber dieser Uhr, die die Erde als Ganzes zeigt, so mit Beginn 4, irgendwas Milliarden Jahre und dann passiert lange gar nichts. Dann kommen die ersten einzelligen zellkernfreien Prokaryoten. Irgendwann wird die Sauerstoffatmosphäre begonnen, da ist schon die halbe Erdzeit vorbei. Irgendwann gibt es da die ersten vielzelligen Organismen, irgendwann die ersten Tiere und Landpflanzen, vor kurzem erst. Ja, und dann in einer Millisekunde erst diese komische Primatenart, mit der wir sehr eng verwandt sind und die seit 1 bis 2 Millionen Jahren überhaupt als unsere näheren Verwandten, als Gattung Mensch, Homo, auf der Erde aus dem Homo erectus hervorgegangen ist und dann in allerjüngster Zeit erst so 300.000 Jahre, das ist ja eigentlich Geschichtsbuch, sind wir erst zustande gekommen und haben unsere Wanderung über den Planeten begonnen. Vor 300.000 Jahren gab es sicher schon Homo sapiens mit Funden in Ostafrika, in Marokko. Ja, und dann ging alles unglaublich schnell, aber es passierte wirklich vorgestern und gestern. Das ist unglaublich, wie schnell die Entwicklung sich jetzt durch die Fähigkeiten, die wir erworben haben, weiter entspannt hat, wie wir den gesamten Planeten betreten, erobert und in Nutzung genommen haben. Insofern, was wir machen, ist dermaßen überall und dermaßen mächtig, dass wir uns dessen bewusst werden müssen, dass wir diesen Planeten komplett ändern. Da sind nette Dinge dabei. Viele erfreuen sich immer an dem Gedanken, dass irgendwelche UFOs von ferne auf die Erde gucken und plötzlich sehen, oh, da geht das Licht an. Ein Planet beginnt zu leuchten in der Nacht. Ne? Ist ja eine nette Vorstellung. Ja, wir haben Licht. Aber gleichzeitig machen wir unglaublich viel kaputt. Und das ist genauso mächtig. Und das sollten wir jetzt ernst nehmen. Zum Beispiel in dieser kurzen Zeit, wo der Mensch auf der Erde herumwandert, sterben fast alle Landtiere größer als 10.000 Kilogramm und auch etwas kleinere aus. Die gesamte Megafauna, es gab auf allen Kontinenten Tiere größer als Elefanten, größer als Giraffen, alles ausgerottet, alles verschwunden und ziemlich sicher menschengemacht. Die Tatsache, dass es diese erstaunliche Tierwelt in Afrika noch gibt, erklären sich Evolutionsbiologen damit, dass diese Tiere ja vorher mit dem Menschen gemeinsam bis vor 300.000 Jahren ganz langsam sich entwickelt haben. Und die langsamen
besser werdenden Fähigkeiten der Menschen, Tiere umzubringen, sozusagen durch Anpassung beantworten konnten. Während auf den anderen Kontinenten kam dieser wilde Rabauke Homo sapiens mit seinen Waffen so überraschend, dass die Megafauna, die großen Tiere, alle ausgestorben sind. Ja, Beispiele sind bei uns eben auch Mammut und dergleichen. Auf allen Kontinenten beobachten wir seit ungefähr 8000 Jahren ganz sicher, sehr deutlich in China, vielleicht seit 11.000 Jahren, dass die Wälder sich auflichten, ohne dass wir dafür ökologische, klimatische Gründe haben. Wir nehmen an, dass das Menschen waren, die angefangen haben, überall zu roden, Feuer zu machen. Ja, und es gibt sogar Hypothesen, wenn auch umstritten, dass eigentlich das hier die Klimakurve wäre, die schon seit 8000 Jahren wieder sinken würde in Richtung der nächsten Eiszeit, wenn nicht unsere Vorfahren so viele Brände und so viele Rodungen gemacht hätten und dadurch schon CO2 in die Luft gesetzt haben. Die normale Annahme der aktuellen modernen Klimaforschung ist ja, wir beginnen mit der Industrialisierung. Da beginnt Kohleverbrennung und so weiter richtig CO2 zu produzieren. Aber die Annahme, dass dieses stimmt, würde heißen, dass wir schon seit 3000 Jahren wieder wachsende Gletscher gehabt hätten. Und wir gucken nach Norden und sehen, von Skandinavien kommt mal wieder eine 2 Kilometer Gletscherwand auf uns zu, so wie sie vor 18.000 Jahren knapp nördlich von Hamburg ganz sicher ein schöner Anblick war, aber nicht angenehm hier zu leben. Okay, ja, dass Menschen das gemacht haben, wissen wir in Hamburg und umzu ganz genau. Jeder kennt die Lüneburger Heide. Ich bin auf allen Kontinenten unterwegs gewesen. Die Zerstörung der Natur in der Lüneburger Heide ist global das dramatischste, schlimmste Beispiel für Zerstörung von Ökosystemen. Überall haben Menschen geweidet, gerodet, Feuer gemacht und dergleichen. Aber was der Herr hier tut, der Plaggenhieb, Plackerei, das Wort kommt daher, die Abkappung des Oberbodens unter der Wurzeldecke, um die Heide in den Stall zu tragen, dieser Wahnsinn, dass man sogar den Boden regelmäßig entfernt hat, das hat nur Norddeutschland erlebt in den Heidegebieten, die dadurch aus Wäldern zu diesen Offenlandschaften geworden sind. Okay, so viel zur Historie. Und was passiert im Moment? Ja, es geht so weiter. Seit 1970 gestaltet der WWF Zählungen, insbesondere von Tierarten, an Hunderten und Tausenden Stellen in der Welt und macht immer Vergleichszählungen in Relation zu 1970. Also der Vergleichsmaßstab 1970 ist 100% und seitdem geht es bergab. Biologen haben sogar einen Biodiversitätsintaktnessindex hergestellt, der bei 100% beginnt und jetzt geht es nur noch um, wie tief sind wir denn inzwischen. Und diese Kurven gehen runter für alle Ökosysteme, Marien, Süßwasser, terrestrisch. Sie können das auch nach Artengruppen sortieren, Schmetterlinge, Fische, Korallen, Vögel. Alle Gruppen nehmen im Prinzip ab. Es gibt wenige Erfolgsgeschichten des Naturschutzes, wo Arten auch mal wieder zugenommen haben. Hier sind 17 verschiedene Schmetterlinge, die europaweit betrachtet wurden. Auch hier in der Nähe. Ich habe hier vom Hof Möhr, Norddeutsche Naturschutzakademie, Kurven gefunden, die das für unsere nächste Nachbarschaft seit 1995 für Käfer zeigen. Also ich könnte jetzt hunderte solcher Grafiken zeigen. Und es geht nicht nur darum, dass die Arten weniger werden, die wir finden, sondern auch die Biomasse. Ich glaube, diese Krefelder Studie ist massiv durch die Medien gegangen. Die kennen vielleicht viele. Dort haben Biologen aus Nordrhein-Westfalen und in Brandenburg an vielen, vielen Stellen über 27 Jahre in Fallen gemessen, wie viele Insekten sich da fangen. Eine sehr unappetitliche Geschichte, die landen alle in Alkohol, Massen an toten Insekten, die man dann wiegen kann. Aber sie haben das konsequent gemacht und sie sehen, die Kurve ging permanent runter. Die Kurven, die im Sommer am höchsten waren, sind inzwischen auch im Sommer sehr, sehr viel niedriger. Und das ist ein Schwund von 75% innerhalb von 27 Jahren. Ich nehme häufig Studenten und andere mit nach Südafrika, Namibia, Angola,
Dort erlebt man dann, dass man auf der Reise zu einem Ziel jede halbe Stunde anhalten muss, weil man nichts mehr sehen kann, weil Heuschrecken und andere Insekten die Scheibe völlig verkleben. Und dann muss man erstmal eine wirkliche Reinigungsaktion machen, bis man wieder ein paar Kilometer fahren kann. Viele wissen gar nicht mehr, dass es früher durchaus bei uns auch so war, dass auf langen Autofahrten man irgendwann nichts mehr sehen konnte. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel, es gibt einen aberwitzigen Schwund und oft weiß man nicht warum. Bei vielen Arten kann man das durchaus rekonstruieren. Bei der Lerche, ja, die wird immer weniger, weil deren Brutplätze im Offenland durch die Landwirtschaft unmöglich werden. Es wird viel zu häufig der Boden, die Oberfläche bearbeitet. Lerchen brauchen Insekten, die Insekten verschwinden durch Pestizide und so weiter. Ähnliche Betrachtungen kann man machen für Bekassine, Brachvogel, Birkhuhn. Eine unendliche Liste von Arten, die alle in den letzten Jahrzehnten abgenommen haben und irgendwo bei Null aufgestoßen sind und nur noch an wenigen Orten zu finden sind. Die meisten Orchideenarten haben ein ähnliches Schicksal erfahren. Aber wieder haben wir diese Vielfalt an Kausalitäten und einen Versuch zusammenzufassen, ne? Wieder im Sinne von Klimamodellen, ganz klar, eine Kurve CO2, kann man immerhin sagen, Habitatumwandlung, also ich mache aus einem Wald einen Acker oder ein Neubaugebiet oder einen Hörsaal. Ne? Auch hier, wo wir uns jetzt angenehm befinden, haben sich irgendwann mal Hase und Igel gute Nacht gesagt. Auch das haben wir irgendwann der Natur weggenommen. Habitatumwandlung oder Übernutzung der Habitate machen für Reptilien, für Fische, für Säugetiere zusammen ja im Schnitt mehr als 80% aus. Ne? Dieses Wegnehmen der Habitate für unsere Zwecke, das ist ganz klar der überdominante Faktor. Und Übernutzung heißt zum Beispiel, ja, dass es heute keine Wiese mehr gibt, die mit vielen Kräutern und vielen Insekten ausgestattet ist, sondern heute hat man einen Grasacker, der mit den allerproduktivsten Gräsern 5, 6, 7 Mal im Jahr gemäht werden kann. Und es wird gemäht direkt an der Bodenoberfläche. Und das überlebt kaum noch irgendein Tier, das dort leben könnte. Also Übernutzung gibt es viele, viele Beispiele, die man noch anführen könnte. Und danach mit kleineren Komponenten kommt die globale Umweltverschmutzung, vor allem Luftverschmutzung. Jeder kennt diese Geschichten, Pestizide, selbst am Nordpol. Über die Nahrungsketten kommt alles überall hin. Biologische Invasionen durch unsere Transporte, das geht einfach als Flugpassagier mit Dreck unter den Schuhsohlen, aber noch schlimmer natürlich Ballaststoffe in den Tanks von Schiffen, aber auch Transport von Lebensmitteln, werden dauernd Arten von A nach B geschleppt. Im Grunde genommen drehen wir die Jahrhunderte an Millionen Jahren zurück, in denen Kontinente separat eine Evolution entwickeln konnten, innerhalb derer alle Arten stabil im Konkurrenzgleichgewicht erhalten blieben, am erstaunlichsten sichtbar in Australien. Und heute verknüpfen wir wieder alle, sodass alle in den großen Mixtopf kommen, wo sie sich gegenseitig Konkurrenz machen. Und es ist vorhersagbar, dass ein Großteil dabei aussterben wird. Ja, und Krankheiten sind nur ein Aspekt dieser Invasion. Ja, und der Klimawandel kommt jetzt noch dazu. Bislang ist das nicht der Steuerfaktor, aber er wird dramatisch werden, wenn es so weitergeht, weil die Klimaänderung ist schneller als die Wanderungsgeschwindigkeit, die den meisten Organismen möglich ist. Ja, und Forschung geht jetzt auch dahin. Ja, können wir Transportmöglichkeiten bieten durch Pflanzungen, durch Umpflanzen, um schneller zu sein? Ja, und es wird immer mehr, wenn man das mal als Zeitschiene betrachtet. Seit ungefähr 1 Million Jahren haben Menschen Feuer gelegt und gejagt. Manchmal auch beides gleichzeitig. Jagd, Feuer gelegt, um Tiere irgendwo hinzutreiben. 1 Million. Vor 100.000 Jahren ging es mit Fischerei im großen Stil los. Jedenfalls haben wir dafür Belege. Gebirge an Gräten mit Harpunen und Angelhaken. Vor 10.000 Jahren, das ist logarithmisch, begann echte Landwirtschaft. So vor 10.000, 11.000 Jahren wurde im Grenzgebiet Ägypten-Sudan Tierhaltung erfunden, bei der man Wildrinder zu Haustierkühen gemacht hat. Vor 10.000, 11.000 Jahren. Dann breitete sich das über Afrika aus. Ich habe selber Ausgrabungen im Grenzgebiet Angola-Namibia gemacht, wo wir gesehen haben, vor 2.000 Jahren begann dort erstmals
Landwirtschaft mit Haustieren. Und zwar ziemlich gleichzeitig Rinder, Schafe, Ziegen. Vorher war das ein prachtvoller Naturraum ohne Haustiere, die überall waren und überweideten und rampelten. Und die Artenvielfalt des südlichen Afrika im Vergleich zu Westafrika ist vielleicht dadurch begründet, dass die menschliche Landwirtschaft später ankam. Biologische Invasion begann natürlich mit der Kolonialzeit, die ersten Schiffe Portugal, Spanien, Umweltverschmutzung mit der Chemie und jetzt kommt noch der Klimawandel obendrauf. Mal schauen, was wir noch so schaffen. Ja, und natürlich schaffen wir durch unsere demografische Entwicklung ja die Platznahme. Meine Arbeit in Afrika hat mich oft dies zeigen lassen, während wir in Europa schon wieder abnehmen, selbst in Asien die Kurve langsam in die Asymptote geht, nach Modellen, das ist nur gemessen bis 2020 und dann modelliert, wächst Afrika weiter und verdoppelt sich ungefähr alle 40 Jahre. Und das bedeutet natürlich alle 40 Jahre doppelte Nahrungsmenge irgendwo produzieren, doppelte Ackerflächen, wo sollen sie herkommen? Doppelte Ackerflächen in den Savannen und Trockengebieten bedeutet doppelte Menge an Bewässerungswasser. Wo soll es noch hergepumpt werden? Südafrika hat mehr als 100% seiner Wasserressourcen schon in Nutzung genommen. Sie werden weniger, weil durch Fehler der Minenindustrie die Verschmutzung des Grundwassers etliche Aquifers unbrauchbar macht. Also da tut sich eine Schere auf, die dramatisch ist, wenn es so weitergeht. Erstaunlicherweise gibt es auch Studien wie diese hier, wo Zeitvergleiche der Artenvielfalt in allen Ökosystemen der Erde gemacht wurden, Dornelas et al. 2014, und da kommen horizontale Kurven raus. Wie erklärt sich denn das? Ich rede hier seit 10 Minuten von Aussterbereiten und es gibt eine Publikation in Science, die sagt, alles gleich. Ein großer Irrtum. Aussterben tun die seltenen Arten. Aussterben tun die Spezialisten, die Extremisten im Hochmoor, in den Trockengebieten. Und die werden ersetzt durch Allerweltsarten, die sich weltweit ausbreiten, weil sie vom Menschen verschleppt werden. Also bei den Tieren, Amsel, Drossel, Fink und Star ist vielleicht jetzt hier banal, aber die seltenen, interessanten Arten verschwinden und die Allerweltsarten werden immer mehr. Besonders betroffen, Trockengebiete, Polargebiete wegen der dramatischen Erwärmung und Permafrostschwund und was da nicht alles dran hängt. Und natürlich nährstoffarme Habitate, weil wir eutrophieren alles. Die Abgase, die wir produzieren mit den Autos, unsere Hochtemperaturverbrennungsmotoren verbrennen immer ein bisschen Stickstoff mit. Und der kommt irgendwo runter als Dünger, als Stickstoffdünger. Unsere Landwirtschaft produziert Gülle und Abwässer, aus denen Ammoniak austritt. Der kommt auch irgendwo runter. Heute regnet auf jeden Hektar Land, auch auf Hochmoore und Heiden, sehr viel mehr Stickstoff, als im Mittelalter Landwirte mit Mist vermochten, als Dünger auf eine Ackerfläche zu bringen. Diese Stickstoffmasse tötet vorhersagbar ungefähr 1/3 aller Arten. Malen sich einfach aus, wie Evolution so funktioniert. Es gibt in einem Land nährstoffarme Biotope, Hochmoore, Heiden, mittlere Biotope und extrem nährstoffreiche Biotope. Dann macht die Evolution 1/3 nährstoffarm, 1/3 mittel, 1/3 reich. Und wenn es jetzt nur noch eine Welt gibt, in der es nur noch nährstoffreich gibt, sterben mit Sicherheit die nährstoffarm adaptierten Arten aus. Eines der größten Probleme im Naturschutz, insbesondere in den Industrieländern. Ja, und all das findet ja auch nur noch auf kleinstem Raum statt. Die Natur hat ja kaum noch Platz behalten. Ich habe mal hier in Niedersachsen letzte Statistik genommen. 60,9% sind landwirtschaftliche Flächen. 21,6 sind Wirtschaftswälder, die auch gekalkt, gedüngt, gerodet und so weiter werden. 7,3 Siedlung, 5,1 Verkehr, ja, nur 3,75 stehen irgendwie unter Naturschutz. Also ja, das ist wirklich Rückzug für diese Arten in dramatischer Form. Insofern kann man die jüngsten Beschlüsse, mehr Platz zu schaffen, nur begrüßen. Als Wissenschaftler verfolgen wir das Ganze durch Messreihen, die nennen wir Monitoring, im Englischsprachigen auch einfach Observation. Ich selber habe das in diesem Diversitas-Programm als Chair in dem Biodiscovery-Programm vorangetrieben und habe Biodiversitätsbeobachtung dann in einer Institution untergebracht, die GEO heißt, Global Earth Observation. Da treffen sich vor allem die Satelliten
Beobachter aus all den Industriestaaten, die gute Satelliten bauen können. Und dort gibt es viele Themen und Biodiversität ist ein Thema. Und dort haben wir dann über eine Einladung 2006 und nachfolgende Entwicklung GeoBone, das Biodiversity Observation Network, aufgebaut, das heute versucht, weltweit zu koordinieren, dass alle Biologen dasselbe messen. Das kennen Sie alle von Wetterstationen. Jede Wetterstation misst Regen, Nebel, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und. Das sind essentielle, entscheidende Parameter. Wir haben auch so eine Liste angefertigt, was jeder Biologe in jedem Observatorium messen sollte, damit die Daten zusammenpassen, damit wir daraus dann auch globale Modelle machen können. Ja, solche Karten gibt es viele. Da sieht man dann aber schnell, dass da, wo die schnellste Veränderung, zum Beispiel hier Ackerfarben, die schnellste Entwaldung stattfindet, da gibt es keine Messung. Dementsprechend haben wir dann mit Projekten gezielt, gefördert durch das deutsche Forschungsministerium, den afrikanischen Kontinent uns zur Aufgabe gestellt und haben Transekte durch den Kontinent gemacht, durch die mediterranen Gebiete im Norden, im Süden, durch die Tropen an verschiedenen Stellen und haben da viele, viele Beobachtungsorte eingerichtet, die Quadratkilometer groß sind, die immer eine automatische Wetterstation haben und wo in den Hektarflächen immer eine Ordnung existiert, um die, ja, die Artefakte zu minimieren, wo Botaniker, wo Zoologen, wo Bodenkundler sammeln und haben dann im Verbund an zig Stellen diese Quadratkilometer eingerichtet, zum Beispiel an Orten, wo ein Grenzzaunkontrast uns sagt, da haben zwei Farmer extrem verschiedene Entscheidungen für die Zukunft ihrer Farm, ihrer Organismen und ihrer Kinder getroffen. Der eine überweidet gnadenlos und hat aus seiner Farm eine Wüste gemacht. Der andere hält die Tierzahl in Grenzen und hat eine gesunde Artenzusammensetzung. Ja, und da ziehen wir dann die Grenze, machen zwei Observatorien und finden dann dramatisch verschiedene Artenvielfalten. Das lustige Beispiel hier sind Mäuse, verschiedene Kleinsäuger, hier ganz viele, da ganz wenige. Diese haben Gras und viele Insekten im Magen, die haben nur Käferflügel im Magen und auf der Fläche konnten die Mykologen sogar keine Pilzsporen mehr finden, weil es nichts mehr zu mineralisieren gab. Also all solche Unterschiede als entscheidende Informationen, wie das funktionell zusammenhängt, was hat sich denn in der Ökologie, in den Funktionen geändert, kann man so erheben. Das Projekt hat netterweise die halbe Bundesregierung angelockt und ich durfte Frau Merkel und Wiczorek Zoll und Oppermann und ja, das war eine Flugzeugladung deutscher Politiker mal einen kompletten Tag über die afrikanischen Umweltprobleme informieren. Das fand viel Applaus. In der Nähe von Kapstadt war das auch einfach ein schöner Tag, den alle verstanden haben. Und daraufhin durften wir dann Institutionen aufbauen. Und ich hatte dann plötzlich zwei Institutionen im südlichen Afrika und im westlichen Afrika als Aufgabenstellung, die sich in Kooperation mit aktuell 20 afrikanischen Ländern um die Themen Klima, Wasser, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Biodiversität kümmern durfte und dafür auch Gelder bekam. Das war wirklich eine großzügige Förderung. Für mich unendlich viele politische Meetings, damit es was Gemeinsames wird, damit ja wirklich die Dinge gemacht werden, die die Afrikaner wollten und brauchten in all diesen Themengebieten. Aber es kam was Tolles heraus. Zum Beispiel konnten wir 160 automatische Wetterstationen aufstellen in diesen Gebieten, wo es vorher höchstens in Angola und Sambia eine einzige Wetterstation am Flughafen der Hauptstadt gab. Also jetzt liegen endlich Daten vor, die auch Klimamodelle regional ermöglichen. Und das Gleiche gilt für unsere Biodiversitätsobservatorien, die von Kapstadt bis Angola, fast bis zum Kongo und in Sambia jetzt aufgebaut sind. Ja, das sind so Projekte, die man tatsächlich machen kann. Und im Moment hoffen wir, dass das in das neu gegründete Leibniz-Institut LIB mit Bonn und Hamburg als neues Projekt aufgenommen werden kann. Und da würden wir dann auch viele automatische Beobachtungssysteme neu aufbauen. Ja, kommen wir zum Thema, was kann man tun, um das alles aufzuhalten? Bitte nicht lesen. Das ist nur eine Liste für, wer die PowerPoint nochmal nacharbeiten will. Es gibt hier auch eine Plattform als Lernplattform für Studenten. All diese Ansätze, was sollte man schützen, sind irgendwo auf der Welt umgesetzt worden. Und hier sind die Institutionen,
Da reicht es von UNESCO, Welterbegebiet, bis zum ersten deutschen Naturschutzgebiet, interessanterweise im Neandertal. Aber lange nach dem ersten Nationalpark in den USA. Ja, kann man sich mal in Ruhe angucken. Aber all diese Schutzkonzepte sagen immer, wir wollen schützen, indem wir verbieten, dass hier jemand hingeht und irgendetwas ausbeutet. Also die Extraktion wird unterbunden. Und dieser preußische Ansatz, etwas zu verbieten, scheint in Deutschland ja auch zu funktionieren. Aber in afrikanischen Ländern, wo Menschen bettelarm sind und gar keine andere Option haben, als ein Tier zu schießen, funktioniert es nicht. Und darum sprechen wir heute von neuen Steuerinstrumenten. Und die kann ich mit folgender Grafik symbolisieren. Der alte Ansatz betrachtete Natur und Mensch als getrennt. Und wenn die Gesellschaft Schäden anrichtete, dann errichtete man einen Zaun und verhinderte, dass Menschen da rein können. Das führte zu dem Verbotsnaturschutz, wie wir ihn in Deutschland traditionell kennen. Der neue Ansatz für die Welt ist, wir betrachten den Mensch als Teil der Ökosysteme und sehen einerseits, dass der Mensch Schäden anrichtet, aber sehen auch, dass der Mensch viele, viele Dienstleistungen aus der Natur genießt, die man ihm nur bewusst machen muss. Und wenn man sie bewusst macht und diese Werte, die da sind, zugreifbar und aufteilbar macht im Sinne einer gerechten Aufteilung, dann funktioniert das auch. Ja, das Ganze ist von Eleanor Ostrom als sozial-ökologisches System beschrieben worden. Und dieses ist tatsächlich ein Erfolgsmodell, bei dem überall auf der Welt versucht wird, die Dienstleistungen, die die Natur dem Menschen bietet, bewusst zu machen und quantitativ in Mengen zu erfassen. Denn schließlich liefert die Natur Nahrung für uns, Trinkwasser, Holz und Fasern für Gebäude, Energie. Sie reguliert, wie viel Wasser aus dem Wald sickert. Wenn man ihn rodet, nur noch ganz schnell nach der Regenzeit, wenn man den Wald stehen lässt, ganzjährig, und die Quelle erlischt nicht. Wasserqualität wird durch Säuberung im Boden und. Auch die kulturellen Aspekte, ich will gar nicht alles vorlesen, wir alle kennen das im Prinzip. Und wir wissen auch, dem liegt zugrunde ganz basale unterstützende Dienste wie Bodenbildung, Primärproduktion, das Wachstum von Kohlenhydraten in Pflanzen, die wir essen können, der Nährstoffkreislauf, der immer wieder neue Fruchtbarkeit in Ackerflächen schafft. Und für die Menschen bedeutet das dann ja Sicherheit, Basis für Lebensqualität und Gesundheit. Also eigentlich ist das unser Lebenserhaltungssystem, so ähnlich wie das, was Astronauten anziehen, wenn sie aus dem Raumschiff aussteigen. Und darum sollte man sich kümmern. Und dieser Ansatz funktioniert. Den kann man auch in entlegenen Gebieten Afrikas jedermann vermitteln. Und diese Listen an Dienstleistungen, die man genießt, kann man auch bei minimalster Infrastruktur wie hier in Angola mit den Menschen durchsprechen. Und es geht immer um Messen, wie viel ist da, und dann gerechtes Teilen. Messen heißt, wie viel Fisch haben wir in diesem Fluss und wie viel dürfen wir da rausholen, wie viel Rinder verkraftet dieser Wald und wie viel können wir aufteilen in unserem Dorf. Es geht noch weiter. In Namibia ist ein Erfolgsmodell, dass der Nordwesten von Namibia ist die Grenze nach Angola, dass die Nashorngebiete des Spitzmaul-Nashorns alle aufgefordert und überredet, nicht gezwungen wurden, sogenannte Conservancies einzuführen. Das kann man vergleichen mit Hegegebieten in Deutschland, wo viele Nachbarn gemeinsam ein Gebiet quantifizieren. Wie viele Bäume haben wir hier, wie viele Nashörner haben wir hier, wie viele Zebras haben wir hier, wie viele Oryx-Antilopen, und dann gemeinsam beschließen können, wie viel davon ernten wir im Jahr, damit die Ressource erhalten bleibt. Und das führt dann auch dazu, dass der Wilderer, der bislang Nashörner für Export nach Fernasien umgebracht hat und die Hörner abgesägt hat, kapiert, meine Familie, mein Dorf hat mehr Einkommen, wenn wir die Nashörner sich vermehren lassen und eine Lodge in unserem Dorfgebiet erlauben und die Lodge bitten, einen großen Geldanteil in den Topf zu zahlen, den wir alle gemeinsam ausgeben können. Das heißt, wirklich Wilderer zu Tierhütern zu machen. Und das war unglaublich erfolgreich hier in Nordwest-Namibia, wo die größte überlebende Population der Nashörner ist. Und es war sehr peinlich für Südafrika mit seinen Nationalparks, Krügerpark, diese prachtvollen, mit extremen Geldmitteln ausgestatteten Parks,
dass die unglaubliche Todeszahlen von Nashörnern zu verkraften hatten, 2014 und so weiter. Also das Konzept greift und man kann Menschen das vermitteln. Es geht darum, eine Ressource zu messen und dann zu teilen. Und das kann man natürlich auch in die Zukunft projizieren, indem man über Potenziale nachdenkt. Zum Beispiel in unserem Projekt hatten wir eine Arbeitsgruppe der Uni Bremen, die festgestellt hat, dass diese Flutrasen am Okavango aus einem Reis, einer Art Reis Afrikas bestehen, Oryza longistaminata, nicht der Kulturreis aus Asien. Und in den Wurzeln dieser Reispflanzen gibt es einen Zoo von Bakterien, die unfassbare Mengen an Stickstoff fixieren, na, so wie Knöllchenbakterien das ja auch bei Bohnengewächsen machen. Und diese Stickstofffixierung ist so ungeheuer, dass man jetzt versucht, die in den Kulturreis von Asien hinüberzubitten, ohne Gentechnik, einfach durch Nutzung dieser Bakterien. Wenn das klappen würde, würden Düngemittelmengen als Stickstoffdünger, die in Asien heute eingesetzt werden, eingespart werden können, die ungefähr 11% der gesamten Gasproduktion des Gasverbrauchs der Erde ersetzen würden. Also um Dünger herzustellen, Stickstoffdünger, muss man ja Haber-Bosch-Verfahren mit Druck und Hitze arbeiten. Also da sind wirklich Chancen, die man heben sollte, solange die Arten existieren natürlich. Oder diese komische Pflanze. Raten Sie mal, wo hier der ökonomische Wert der Savanne ist. Die meisten sagen, ja, das Grasland reicht vielleicht für Schafe, vielleicht sogar magere Rinder. Nee, diese komische Pflanze ist die entscheidende. Die stinkt Meilen gegen den Wind nach Aas. Es ist absolut schrecklich, wenn man die im Auto gesammelt hat als Botaniker, stinkt sie nach ein paar Tagen, weil sie lockt Fliegen an und imitiert Aas. Diese komische lila Farbe hat so schillernde Haare und Fliegen legen dann ihre Eier da rein. Die Maden schlüpfen sogar, sterben aber, weil da ist kein Fleisch. Aber die Fliege reißt bei dem Flug von Blüte zu Blüte die Pollen dieser Pflanze mit und bestäubt die nächste Pflanze. Diese komische Pflanze ist von den Buschleuten seit alters her gekaut worden, wenn lange Jagdzüge nötig waren, um eine, sagen wir, Giraffe, die von einem Giftpfeil getroffen war, tagelang zu verfolgen. Und die wussten, wenn man da ein bisschen drauf rumkaut, hat man 7 Tage keinen Hunger und keinen Durst. Und dann kamen findige Amerikaner auf die Idee, das wäre doch für dickleibige Amerikaner eine gute Idee, und haben daraus ein Medikament gemacht. Und dieses Medikament war ein Erfolgsschlager. Und es wurde tatsächlich Geld gezahlt an die Saan, die Buschleute in der Kalahari, weil die hatten bei Vorfahren, die man nicht mehr kennt, das wahrscheinlich mühsam experimentell herausgefunden. Und vielleicht ist auch manch einer umgekommen, der die falsche Pflanze gegessen hatte. Also Werte, die schlummern. Und letztlich kennen wir das doch alle. Ob wir den Frühstückstisch angucken, all die Pflanzen, die wir heute genießen, die waren vor 10.000 Jahren winzig kleine Unkräuter, die keinen interessiert hatten. Da war Züchtungsarbeit nötig. Ja, und denken wir an Weintrauben, die waren auch mal klitzeklein. Und heute sind sie auf Flaschen abgefüllt, ganz lecker. Also das Potenzial ist ungeheuer und daran sollte man arbeiten. Und damit kann man auch Artenschutz betreiben und Menschen bewusst machen, erhalte die Arten. Und das Umgekehrte gilt leider auch, die Verluste sind schmerzhaft. Ne? In China gibt es große Regionen, wo es keine Insekten mehr gibt, wo Menschen die Bestäubung machen, per Hand. Hört sich gut an, schafft Arbeitsplätze, wenn man solche Arbeitsplätze braucht. Allerdings sind die Äpfel kleiner, ist wissenschaftlich von verschiedenen Projekten nachgewiesen worden. Die haben mehr Knust und Kern und weniger Fleisch und sind insgesamt kleiner. Also der Verlust ist auch spürbar. Ja, und darum gibt es viele, die darüber nachdenken, was ist denn eigentlich der Wert der Biodiversität? Da gibt es absurde Berechnungen, dass irgendeine Zahl genannt wird, aber darum geht es nicht. Es geht darum, den Wert in die Köpfe zu bekommen, damit Menschen sich darum kümmern. Ja, dieser Fokus auf ökosystemare Dienstleistungen ist natürlich ein rein anthropozentrischer Ansatz. Das ist gemeint, Menschen müssen es wertschätzen. Und erst habe ich gedacht, die Schönheit der Natur, das fällt alles hinten runter. Will ich nicht auch Arten ja als Wert für sich schützen? Inzwischen habe ich gemerkt, das passt da mit rein, weil das führt eben über Ökotourismus und über kulturelle Wertschätzung auch zu einer ökonomischen Wertschätzung. Wie viel Geld gebe ich aus, um dahin zu reisen, um Gorillas zu sehen, ist nur ein Beispiel von vielen. Okay,
Ja, die mögliche Zukunft ist unbekannt, aber es gibt viele Hochrechnungen, die in dem Biodiversitätsrat jetzt so gemacht werden. Immer wie beim Klima unter Annahme verschiedener Verhaltensweisen der Menschen. Verhalten wie bisher, Änderung der Produktion, Änderung der Konsumeigenschaften, insbesondere Fleisch ist ein Riesenproblem. Wenn man das abschaffen würde, Fleisch als Nahrung, würde sich sehr viel ändern und alle Anpassungen insgesamt würden einen Wiederanstieg der Biodiversität erlauben. Aber das ist natürlich nur ja eine generalisierte Aussage und im Detail kostet es unglaublich viel Mühe. Und nochmal wieder zurück an den Anfang. Leute kleben sich auf der Straße fest wegen Klima, nicht wegen Schmetterlingen, nicht wegen Käfern. Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise laufen nebeneinander her. Aber glücklicherweise, die meisten Maßnahmen, die man zur Behebung und Bekämpfung der einen machen sollte, sind gleichzeitig hilfreich für die andere. Das ist in einer Publikation in Science dieses Jahres gerade mal zusammengetragen worden. Hier oben haben wir Klimaaktionen zur Stützung des Klimas, die gleichzeitig Auswirkungen auf Biodiversität haben. Und all die blauen dienen der Biodiversität auch. Negativ nur Bewaldung, denn die ändert das Feuermanagement, steht hier, und Bioenergie. Bioenergie heißt natürlich, ja, Bioenergie auf dem Lande. Ich lebe im Landkreis Rothenburg. Der Landkreis Soltau-Fahling-Bostel hat sich vor ein paar Jahren umgenannt in Heidekreis. Da habe ich öffentlich vorgeschlagen, der Landkreis Rothenburg sollte sich in Maiskreis umbenennen, weil die Maiswälder bei uns eben alles dominieren. Wurde nicht angenommen, aber der Mais steht trotzdem da. Und er fehlt natürlich, denn der Mais liefert nicht vielen Organismen eine Unterkunft. Und das Umgekehrte gilt genauso. Biodiversität und Klima passt alles bis auf alles Mögliche, was Bioenergie verhindert und Hydropower. Hydropower heißt natürlich Staudämme, die verhindern, dass Fische und andere Süßwasserorganismen im Fluss auf- und abwärts schwimmen können. Die zerstören das Ökosystemfluss. Ja, klingt gut, würde ich auch unterstützen, auch öffentlich, aber trotzdem ein kleines, und damit komme ich auch zum Schluss, Warnzeichen. Das stimmt nicht immer und ich glaube in sehr vielen Fällen nicht. Und ich zeige drei Beispiele. Das erste ist in Angola. In Mittelangola gibt es die Miombo-Savannen, hohe Wälder. Aber da gibt es auch was anderes, nämlich die Anharas de Ongote. Das sind ganz eigentümliche, verzwergte Pflanzen, die schon 1977 in einem Artikel von Frank White als unterirdische Wälder Afrikas bezeichnet wurden. Was ist das? Sieht komisch aus im Satellitenbild. Alles Wald, 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 tropischer Miombo. Aber in den Talungen, die vermoort sind, hat man diese Landschaften. Eigentümliche Welten aus niedrigen Pflanzen, nicht höher als Blaubeeren bei uns im Wald. Und trotzdem hunderte Arten. Das ist bei uns in der Arbeitsgruppe hier in Kleinflottbeck sehr genau von Paulina Meller in ihrer Doktorarbeit bearbeitet worden. Und das gibt's an zig Stellen in verschiedener Bauweise mit verschiedenen Arten. 200 Arten und mehr haben solche komische Bauweise. Und die erklären sich alle als Anpassung an Feuer und Frost. Auch da gibt's Frost im Hochland. Und darum sitzt da unter der Erde eine unglaubliche Menge an Holz. Ich habe immer gesagt, wenn ich einen Bodenbohrstock einhämmern will, um eine Bodenprobe zu nehmen, komme ich nirgends durch, weil ich immer auf Parkett lande. Das Parkett sind aber die Wurzeln dieser unterirdischen Holzmengen. Diese Biodiversität sollte man unbedingt erhalten und nicht bewalden. Viele Menschen glauben, und in Afrika gibt es jetzt ja massive Programme, Wälder anzupflanzen als grüne Mauer und. Ja, in vielen Gebieten wäre das gut. Dann müsste man vor allem das Vieh davon abhalten, die Bäume kaputt zu beißen. Also es geht dann eher um Management der Tiere, der Weidetiere und um Zäune und dergleichen. Aber man kann nicht überall Bäume pflanzen, weil man damit Biodiversität im großen Stil kaputt machen würde. Alleine hier 200 Arten. Und ein Beispiel aus nächster Verwandtschaft, nächster Nachbarschaft. Eine halbe Stunde südlich von Hamburg bei Schneverdingen in der Heide gibt es den größten Sandmagerrasen Norddeutschlands.
Und ja, ich habe hier nur einige der seltenen Pflanzenarten und ihre Bestäuber fotografiert. Es wäre ein Jammer, wenn diese Biodiversität, die es nur noch auf wenigen Flächen gibt, zerstört würde, indem man dort ein paar mehr Bäume zum Aufnehmen von CO2 aus der Atmosphäre drauf pflanzen würde. Ja, und mein wildestes Beispiel, und ich muss jetzt mal kurz gucken, ob ich noch ein paar Slides habe. Oh, gut, danke. Mein Beispiel aus der NAMI, was ja auch ein super spannendes Thema ist, weil es da um unsere Energieversorgung der Zukunft geht. Das ehemalige Diamantensperrgebiet zwischen Lüderitz und Oranjemund haben wir kartiert, weil dort geplant ist, eine Dimension an Produktion von erneuerbarer Energie aus Sonne und Wind aufzubauen, die hinreicht, um marktfähigen grünen Wasserstoff weltweit zu vermarkten, genauso wie heute LNG und Erdgas vermarktet werden. Das ist durchgerechnet worden und der Präsident von Namibia, Hage Geingob, hat schon vor fast 2 Jahren bei der Klimakonferenz in Glasgow geworben, dass möglichst viele Firmen bei ihnen im Land in die Wüste gehen sollen, um dort bei der dortigen Sonnenstrahlung und den dortigen Windgeschwindigkeiten Renewable Energy zu erzeugen. Ich habe das seit Jahrzehnten immer bevorzugt und unterstützt, habe aber immer mal an die Sahara gedacht. Da gab es ja auch große Projekte und Deutschland hat auch mit Marokko Versuchsanlagen gebaut. Nur das ist alles untergegangen mit der politischen Historie in der Sahara, wo keiner mehr investieren mag und wo ich in große Gebiete auch keine Studenten in den letzten Jahren mehr gewagt habe hinzuschicken. Es wäre nicht mehr verantwortlich gewesen. Vorher hatten wir Projekte in Ägypten und Sudan. Ja, hier wird jetzt wirklich etwas wahr. Und ja, unsere Politik hat sehr sensibel formuliert, wir unterstützen Namibia dabei, sich selber verlässliche, saubere und preiswerte erneuerbare Energiequellen zu erschließen. Aktuell bezieht Namibia 60% seiner Energie als schmutzigen Kohlestrom von Südafrika. Also die könnten bei ihrer Sonnenstrahlung garantiert autark werden und sogar im südlichen Afrika exportieren. Sie wollen aber noch weitergehen. Und Habeck hat dann formuliert, wenn Namibia immer noch einen Überschuss hat, würden wir den auch kaufen. Okay, in Wirklichkeit gibt es längst Verträge mit Rotterdam. Da soll angelandet werden aus Schiffen, die so ähnlich aussehen wie die LNG-Schiffe. Und es werden jetzt schon Pipelines geplant, die Ammoniak oder Wasserstoff dann nach Deutschland ins Ruhrgebiet bringen, um deutsche Stahlwerke damit zu betreiben. Und Ähnliches passiert in allen Ländern Europas. Holland ist am weitesten dabei und verhandelt auch mit Südafrika. Ja, alles prima. Nur natürlich passiert das alles in einem Nationalpark, dem Tsaukalp-Nationalpark. Und das wurde von der namibischen Regierung von Anfang an so verkündet und verfügt. Dieser Nationalpark ist unendlich wertvoll. Und ja, trotzdem kann ich als Ausländer natürlich nicht darüber entscheiden. Und diese Entscheidung, ob man Nationalparks öffnet, muss ich als Ausländer den Namibiern überlassen, auch in Erinnerung daran, was wir in unserem Land alles verbraucht und benutzt und zerstört haben. Aber als Biologe, der die Namib gut kennt, denn das war immer mein Schwerpunkt, kann ich helfen, unnötige Schäden zu vermeiden und unvermeidbare Schäden zu kompensieren. Habe das angeboten und war erstaunlich willkommen. Und bin im Moment ganz irritiert, wie der Kontrast zwischen Namibia und Südafrika aussieht. Allein diese Form, die jetzt geplant ist, eines Gebietes, spricht Bände. Die Firma Haifeen, hier steht der Name, hat akzeptiert, dass die gesamte Küstenregion bis 30 Kilometer Abstand sehr viele Vogelzüge hat, die auch transkontinental Nord-Süd verlaufen. Und diese Region sollte frei bleiben von Windmotoren. Sie haben gesagt, gehen wir nicht ran, wir gehen weiter in die Wüste. Dann wurde von uns Botanikern, insbesondere einer Namibierin, Antje Berg, gesagt, das Klingerhardt-Gebirge ist besonders biodiversitätsreich. Dadurch ist entstanden diese Hufeisenform, in der 700 Windturbinen aufgebaut werden sollen. Also alleine diese komische Form ist schon ein Symbol dafür, dass diese Firma sensibel genug ist und sagt, ja, wir akzeptieren das. Dann haben
Säugetier, Naturschützer gesagt, da ist eine einzige Quelle, die Kaukausepp-Quelle, die ist wichtig für Strauß, Oryx, Springbock. Dann wurde ein 10 Kilometer Diameter darum von jeder Entwicklung ausgeschlossen. Ja, und wir waren jetzt gebeten und ich habe die Kollegen aus Namibia dabei unterstützt, diese Windsektoren und zwei geplante Photovoltaikfelder genau anzuschauen auf seltene Arten. Und wir wurden von der Firma und der Regierung von Namibia aufgefordert, rammt rote Flaggen ein, wo wir nicht hin dürfen. Und im Moment habe ich den Eindruck, es ist wirklich 100% ernst gemeint. Und bin ganz erstaunt, was möglich ist. Das ist natürlich Namibia, das eine hohe Reputation hat für seine Tierwelt, für die weiten, offenen Landschaften und die auch nicht verlieren will. Aber so weitreichend habe ich noch nie erlebt, dass Companies bereit sind, Naturschutz nicht nur zu akzeptieren, sondern einzuladen. Ja, leider gehört auch dazu, dass um Wasser spalten zu können mit dem hergestellten Strom, Meerwasser entsalzt werden muss. Entnahme soll da sein. Und Wasserstoff kann man nicht transportieren, weil Wasserstoff nicht verflüssigt werden kann bei irdischen Temperaturen. Und darum muss eine zweite Fabrik aus Wasserstoffgas Ammoniak herstellen, also verbinden Wasserstoff und Stickstoff. Das sind zwei weitere Fabriken. Und dann soll Ammoniak weltweit vermarktet werden, so wie heute Öltanker und Gastanker über die Weltmeere fahren und aus dem arabischen Golf Energie kaufen und weltweit vermarkten. Ja, dass die Wüstengebiete die Batterien der Energieversorgung eines Planeten sein können, liegt auf der Hand. Nur leider muss es nicht unbedingt im Diamantensperrgebiet in dieser Wüste sein mit all diesen geplanten Anlagen, weil dort gibt es zwar auch in den Talungen vegetations- und tierfreie Salzlandschaften. Und die sind meiner Meinung nach schade als schöne Wüstenlandschaft. Die Landschaft wird dabei natürlich verdorben, aber diese Entscheidung ist eine namibische Entscheidung. Und die Tierwelt und Pflanzenwelt können wir weitgehend schützen. Ganz anders in Südafrika. Hier ist der Oranje, der Grenzfluss. Oranjemund ist in Namibia, Alexander Bay in Südafrika. Und hier wird an zwei einsamen Bergen, die Buchu Twins, ein Tiefwasserhafen geplant. Ein neuer Hafen, der die Meeresökosysteme dramatisch zerstören wird. Und ein riesiges Industriegebiet, das die gesamte Küstenebene dort einnehmen soll. Wir sehen hier kein einziges Indikatörchen, dass man sich hier um Natur kümmern will. Im Gegenteil, in dem Gebiet wird alles Mögliche zerstört. Und ich nenne das weltweit einmalige Flechtenfeld. Dort sind wirklich Flechten an der Bodenoberfläche dominant. Und Weiten, in denen auf den ersten Blick, insofern kann man die Politiker entschuldigen, scheinbar nichts ist. Aber man muss etwas näher rangehen und dann entdeckt man, dass da im Sand eine unterirdische Welt existiert aus bizarren Organismen, die fast alle wegen dem dauernden Sandsturm in den Boden eingesenkt leben. All diese Organismen gibt es nur in dem Nahbereich 10 mal 10 Kilometer. Und ich nehme an, das ist die endemitenreichste Region nicht nur der Namib, sondern des südlichen Afrika, wenn nicht ganz Afrikas. Also wirklich ein Hotspot der Artenvielfalt. Und diese sukkulenten Karoo mit 5000 Arten sollte wirklich nicht zerstört werden von den Südafrikanern. Insofern ein absurder Gegensatz. Und noch kurz erwähnt, die sukkulenten Karoo ist einer der weltweit anerkannten Global Biodiversity Hotspots und der einzige, der in einem Trockengebiet liegt. Also insofern sollte man sich da einsetzen. Damit bin ich mit meinem Rundschlag am Ende und stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank für diese Einführung. Also das war ja wirklich ein sehr beeindruckender Vortrag von der Biodiversität, der Definition von der Vergangenheit bis in die Zukunft und jetzt zuletzt auch noch zu Ihren persönlichen Forschungsprojekten. Ich sehe hier schon einige Hände. In Anbetracht der Zeit möchte ich mir auf jeden Fall noch für 3, 4 Fragen Zeit nehmen. Und ich denke, das können wir hier auch alle noch aushalten, nach diesem vielen Input noch 3, 4 Fragen zu beantworten. Also gerne einfach melden und ich komme rum.
Ja, so geht, ne? Vielen Dank für den Vortrag. Zwei Anmerkungen habe ich. Eine ist, Sie haben das Wort Bush-Leute verwendet. Das klang schon so kolonial. Ich habe es nochmal gegoogelt. Tatsächlich gab es eine Konferenz 2010, wo die Leute bevorzugt haben, mit dem Begriff San angesprochen zu werden, diese verschiedenen Gemeinschaften. Das wollte ich nur einmal hervorbringen, dass wir das vielleicht auch respektieren. Also einzelne Leute mögen das anders handhaben, aber genau, da gab es auch ein Nature Paper von 2010 zu. Das ist vielleicht ganz lesenswert. Und dann, was wir gesehen haben, ist, dass ein massives Artensterben ja vor allem auch mit der Kolonisierung und der Industrialisierung eingesetzt hat. So habe ich das gesehen in den Graphen. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht den Genozid an den Herero und Nama unerwähnt lassen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Mitspracherecht haben eigentlich indigene Gruppen in dieser von Deutschland auch maßgeblich mitgeförderten Forschung? Das klingt ja irgendwie vor dem Hintergrund des Vorgetragenen auch unerlässlich auf eine Art. Genau. Das erste war eine Anmerkung quasi sozusagen zu dem Begriff Bushleute und das zweite war die Frage, wie viel Mitspracherecht haben indigene Menschen in dieser Forschung, die von Deutschland auch gefördert wird? Also ich denke auch, dass Deutschland eine Verpflichtung hat, bei der Forschung sich zu engagieren und nicht nur bei der Forschung, sondern auch bei dem Management und dem Beobachten, dem Monitoren, was sich denn daraus ergibt. Weil ansonsten würde doch ein schlechtes Geschmäckle entstehen, wenn, also am letzten Beispiel jetzt gewertet, wenn wir unsere Nationalparks wertschätzen, wenn, wie man aus den Medien hört, in Bayern selbst Nicht-Nationalpark Landschaften wegen ihrer landschaftlichen Schönheit nicht mit Windturbinen bestückt werden dürfen, um diese, ja, unsere Werte der Landschaften und der Biodiversität zu erhalten. Geschweige denn, wenn in Deutschland keiner auf die Idee kommen würde, den Bayerischen Wald als Nationalpark irgendwie zu beschädigen für Energieversorgung. Wenn wir uns greenwashen, indem wir arme afrikanische Länder dazu bringen, in ihren Nationalparks die Energie für uns zu erzeugen. Also ich denke, was auch immer an Abmachungen da ist, und ich weiß, es sind nennenswerte Beträge für Naturschutz vorgesehen bei diesen Abmachungen, würde ich trotzdem sagen, dabei kann Deutschland nicht stehen bleiben. Weil ein afrikanisches Land, in dem eine enorme Armut herrscht, Namibia hat den zweithöchsten Gini Index der Welt, also Gini-Index heißt Ungleichverteilung des Einkommens. Nur Südafrika hat ein noch ungleicheres Einkommen mit Superreichen und Superarmen, wo ein Großteil der Menschen noch in Wellblechhütten oder Kartonhütten lebt und wo im Norden in vielen Regionen jedes Jahr gehungert wird, bevor die neue Ernte da ist. Ein solches Land kann nicht Naturschutz betreiben, so wie wir es gewohnt sind, aus unserer saturierten, viel reicheren Lage. Insofern denke ich, man kann nicht einfach nur da auch so einen Geldposten mit einbauen, sondern nee, wir sind irgendwo verpflichtet, das zu tun und da zu helfen. Aber das geht nicht nur für dieses Beispiel grüner Wasserstoff in Nationalparks, sondern ich denke auch, ja, einfach der technologische Fortschritt hier macht es uns so viel leichter, Wetterstationen und andere Einrichtungen dort aufzubauen, um Daten zu erzeugen, als es diesen Ländern fallen würde, dass auch da wir eigentlich aufgefordert sind, weil der gesamte Klimawandel ist in den Industriestaaten ausgelöst worden und kaum in afrikanischen Ländern. Insofern sehe ich da eine Verantwortung. Ich hoffe, ich habe die Frage getroffen. Das halt hier so komisch, ich habe es nicht so richtig gut verstanden. Nee, da oben einfach reinspricht. Ja, ich habe zwei Fragen. Eine ganz kurze. Können Sie mir sagen, wo genau in Guinea-Bissau die Wetterstation ist? Und gibt es da weiterhin nur eine?
Die gab es nämlich schon in den 90er Jahren. Welche Wetterstation? In Guinea-Bissau. Hatten Sie auf der Karte, habe ich das gesehen, dass auch in Guinea-Bissau eine Wetterstation ist? Wissen Sie nicht, wo das ist? Das ist ein Irrtum. Okay. Sorry. Gut. Die sind nur in Angola, Sambia, Namibia, Botswana und Südafrika. Okay. 160 Stück. Damals gab es eine, in den 90er Jahren, als ich da gelebt habe, gab es eine, aber es war alles noch manuell und so. Okay. Gut. Die richtig eigentliche Frage: Wie ist es mit Patagonien? Da sind doch die gleichen Bedingungen. Sonne und extremst viel Wind. Ich habe vor einigen Monaten in der Zeitung gelesen, dass ein chilenischer Minister in Deutschland war, um mit unseren Politikern darüber zu verhandeln. Ich weiß nicht, was daraus geworden ist.